Ja, hallo. Bevor wir gleich mit dem eigentlichen Thema starten, nämlich dem Einlogieren von dem Kunstschwarm und ein bisschen meine Einstellung zur dunklen Biene, weil ich habe nicht eine Königin bekommen. Erstmal vielen Dank. Ich habe es gerade gesehen, dass der Kanal über 1000 Abonnenten ist. Also vielen Dank an euch. Damit zeigt ihr mir einfach, dass es euch interessiert, was ich mache, dass es interessante Themen sind. Und ich freue mich auf jeden Fall, wenn ihr weiter abonniert, wie gesagt, dann macht mir das auch Spaß, dann mache ich auch weiter. Oder mache ich gerne weiter. Kommentare, klar, die fragen wieder rein. Und ja, jetzt lasst uns aber mit dem eigentlichen Thema heute beginnen, nämlich der dunklen Biene und Einlogieren vom Kunstschwarm. Und ich mache dann wahrscheinlich noch ein extra Video, so ein Abonnenten-Spezial für euch die Tage. Heute geht es um zwei Sachen. Zum einen einmal den Kunstschwarm einbringen oder einschlagen in eine Beute. Da zeige ich euch gleich, wie ich das mache. Und dann der andere Grund, warum ich das jetzt noch mache. Ich habe eine dunkle Bienenkönigin bekommen. Also es ist ja so, dass ich mich, weiß nicht, vor 5, 6 Jahren mal dafür interessiert habe, für die dunkle Biene. Dann habe ich mal versucht, damals waren die ja noch relativ schwierig zu bekommen. Also nochmal ein Exkurs, die dunkle Biene ist ja so ein bisschen die ursprüngliche Biene hier von in Deutschland. Um das mal ganz einfach zu sagen. Damals war das noch ein bisschen schwieriger zu bekommen. Heutzutage ist die Verfügbarkeit ja wohl augenscheinlich besser. Ich habe dann im Frühjahr nochmal, bin ich drauf gestoßen, habe da dann nochmal Kontakt gehabt, habe da dann ein paar bestellt. Jetzt habe ich eine bekommen. Ja, die habe ich jetzt. Dann habe ich dafür einfach einen Kunstschwarm gemacht aus den Völkern, wo ich noch den Honigraum aufgesetzt habe. Und der steht hier in dieser Kunstschwarmbox, da ist oben Futter drin und hier an den Bändel hängt das Zusatzkäfig mit der Königin. Ja, was will eine Erwerbsimkerei mit der dunklen Königin, werden sich jetzt einige fragen. Das passt ja so gar nicht in die Diskussion, ne? Carnica, Backfast, was ist die beste Biene von dunkler Biene in der Erwerbsimkerei, glaube ich. Also habe ich noch nie was gehört. Ja, es geht mir jetzt hier nicht primär um die Leistung. Ich will es einfach mal kennenlernen. Viele sagen, die dunkle Biene bringt weniger Honig, hat kleinere Brutnester, ist stechfreudiger. Das war eigentlich so die Grundlage, ich will es einfach kennenlernen. Ne? Wir haben den Klimawandel, vielleicht passen da was Besseres. Meine andere sagen, die dunkle Biene bringt zwar weniger Honig, dafür mehr Propolis und mehr Pollen. Auch vielleicht eine interessante Alternative. Ja, also ich will es einfach mal kennenlernen. Ich meine, das ist jetzt mit einer Königin begrenzt möglich. Ich hätte gern mehr gehabt, aber ich habe jetzt die Zusage, dass ich dann im nächsten Frühjahr noch mal etwas bekomme. Ja, ich werde die jetzt auch im Prinzip ein bisschen isoliert halten. Erstmal. Klar, die ist jetzt hier auf dem Jungbienenstand, einfach daher, dass ich da nicht extra anfahren muss, dass ihr vom Behandeln im Prinzip dann gleich sind wie mein Jungvölker, die Bienenvölker oder die Bienen bekommen jetzt noch, werden mit Milchsäure noch eingesprüht gegen die Varroamilbe. Dann werden die auch gefüttert flüssig und das ist halt dann vom Betriebsablauf einfach so ähnlich wie die Jungvölker und deshalb stehen die dann jetzt erstmal auf dem Jungvölkerstand, später stelle ich sie dann oder möchte ich sie gerne ein bisschen noch wegstellen. Gasarm für den Trick 17 und dann schlage ich die einmal auf, das macht den nicht, ne? Hier ist die Königin drin, man sieht es recht schön, ne? Die Bienen sitzen da schön drumherum, kurzer Kontrollblick, dass sie auch noch
dass es dir gut geht. Dann breche ich jetzt, weil ich hatte die Königin jetzt schon einen Tag lang hier drinnen, breche ich das gleich auf für das. Dann können die Bienen einfach an diesen Zuckerteig hier hin und den auspressen. Und durch diesen Gang kann dann die Königin in das Volk schlüpfen. Also wie gesagt, jetzt hänge ich die hier einfach ein mit dem Grashalm. Meine Waben wieder zurecht und ja, jetzt mache ich es doch anders. Nehme die Wabe raus. Also ich habe jetzt hier zwei ausgebaute Mittelwände drin und noch eine Mittelwand so, und die tue ich jetzt, und dann kann ich nämlich hier den Kasten einstellen. Jetzt brauche ich meine Milchsäure. Jetzt spricht die da ein bisschen ein schon mal, aber hauptsächlich mache ich das morgen oder übermorgen, wenn ich komme und die Bienen noch mal kontrolliere. Ne? Also wie gesagt, jetzt haue ich hier ein paar Bienen drauf und dann mache ich da auch gar nicht lang rum, stelle ich den Kasten hier nebenbei, spreche da noch mal ein bisschen großzügig die Bienen ein. Kommt schlecht was. Königin hängt drinnen, Deckel kommt drauf. Also ich lege zur Sicherheit einfach nochmal ein Absperrgitter ein, dass die Königin nicht ins Futter kann. Kommt hier der Deckel drauf. Und das war's. Ne? Fertig sind wir. In dem Teil. Die bekommen jetzt dann gleich noch 5 Liter flüssiges Futter, also wie ich meine Ableger fütter, 0,7 Teile Zucker oder 0,8 und ein Teil Wasser. Und dann schaue ich einfach morgen, übermorgen oder übermorgen, wie ich dazu komme und wie ich Lust habe, schaue ich nach. Und dass die Königin draußen ist, noch Stifte gibt, sprühe sie dann auch nochmal mit Milchsäure ein. Weil das hat es hier, wie gesagt, nicht so gut Vorführeffekt, hat nicht so gut funktioniert. Ja, ist relativ leer mit dem Schräghalten. Ich wollte es hier aber auch nicht lang rummachen. Ja, das ist ja alles halb so wild, das kann ich ja machen, solange das Gerät nicht da ist. Noch mindestens 7 Tage, also da habe ich jetzt keinen Stress für diese Behandlung mit der Milchsäure. Ja, das war's von dieser Seite mal. Und die fliegen sich jetzt hier ein bisschen ein. Ich fütter meine Jungvölker. Dann fallen noch 2 andere Stände ab. Und die auch noch füttern mit Jungvölkern. Und am Ende Feierabend. Ach so, vielleicht noch eine Besonderheit heute. Das hatte ich auch noch nie. Ich bin beim Füttern heute nur mit meinem T4 unterwegs. Normal habe ich ja dieses Fass und die Pumpe auf dem Anhänger. Aber manchmal glaubt man es nicht. Ne? Also ich hatte einen Platten beim Anhänger, dann habe ich vor 5 oder 6 Tagen das Rad weggebracht, habe dann gesagt, okay, machen wir gleich einen Schlauch rein mit, weil das ist beim Anhänger ja immer ein bisschen stabiler dann. Und der musste bestellt werden in 2-3 Tagen. Ja gut, das Rad ist immer noch nicht da. Jetzt habe ich mir natürlich die Freude gehabt, das alles komplett in den Bus umzubauen. Ich meine, das geht. Was halt nicht so schön ist, ich wollte es nicht rumpumpen. Da habe ich das Futter da drin gemischt und dann, ich weiß nicht, ob man es sieht. Zwischen Decke und Fass ist halt nicht viel Platz, um da die Zuckersäcke reinwuchten und aufschneiden. Und das bei 35 Grad, das hat nicht so viel Freude gemacht, aber mei. Das habe ich jetzt mal gemacht. Also wie gesagt, auch für sowas ist der Bus zu haben.